Ich begrüße euch zu einem neuen Interview von Bettina Geithner und heute interviewe ich Kurt Tepperwein wieder. Und dazu habe ich jetzt eine ganz, ganz tolle Gesprächspartnerin, nämlich seine Lebensgefährtin, die Nada. Nada ist ja in einer spirituellen Gemeinschaft, Teil einer großen spirituellen Gemeinschaft. Dazu werde ich sie jetzt heute auch befragen. Zu ihrer Arbeit und was das genau ist. Ich kann nur so viel verraten, sie hat auch ein Millionenpublikum, ist allerdings in der Öffentlichkeit jetzt nicht so bekannt wie der Herr Tepperwein, aber wir wollen eben heute auch mal die weibliche Sicht zu den Themen hören und ich finde, als Frau finde es natürlich auch sehr interessant. Also Nada, lieber Herr Tepperwein, ich freue mich sehr, dass Sie beide Zeit haben und auf das spannende Interview mit euch beiden jetzt. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und ich freue mich auch, bin schon gespannt. Ja, ich freue mich auch auf die neue Erfahrung des Interviews miteinander, um beide Sichtweisen einmal zu beleuchten. Mhm. Herr Tepperwein, jetzt haben wir heute als Interview genommen Selbstheilung. Also wie heile ich mich selbst, wenn ich jetzt eine Erkrankung habe? Was würden Sie denn sagen? Ich stelle Ihnen jetzt einfach mal die erste Frage und dann auch Ihnen, dir. Was ist Krankheit und was ist Heilung? Ja, bevor man sich mit Selbstheilung befasst, muss man natürlich erst einmal sich bewusst machen, was ist eigentlich Krankheit? Das, was die meisten Menschen unter Krankheit verstehen, ist gar nicht die Krankheit, sondern das Symptom oder der Schmerz. Das sehen die meisten ja als Krankheit an. Das ist aber nur die Information über die Krankheit. Das ist ungefähr so, wie wenn ich eine Rechnung nicht bezahlt habe, dann bekomme ich eine Mahnung und ich würde mich mit der Mahnung befassen. Das geht am Problem ganz vorbei. Das heißt also, ich muss mir zunächst einmal bewusst machen, was ist Krankheit? Und Krankheit ist immer eine Botschaft des Körpers und eine Bitte um Hilfe. Mit der Botschaft, in der Sprache der Symptome, sagt er, welche Art Hilfe er braucht, und die Botschaft zu verstehen und zu befolgen, das ist die Heilung. Würde es denn reichen, wenn man dem Körper zum Beispiel, man hat eine Krankheit, ich frage dich jetzt Nada mal, man hat eine Krankheit und würde es dem Körper denn schon reichen, vielleicht wenn man sagt, okay, ich habe jetzt verstanden, du willst mir was sagen, würde es schon helfen, dass dann die Krankheit aufhört, weil er vielleicht merkt er dann, er ist gehört worden und jetzt kann er sich wieder beruhigen. Hilft es schon oder muss man noch mehr tun? Also aus meiner Sicht muss ich noch weiter zurück. Mhm. Weil warum tritt denn ein Symptom auf, was wir als Krankheit definieren? Mhm. Was ist das denn eigentlich? Wie kommt das denn überhaupt in den Körper? Und warum tritt es in Erscheinung? Mhm. So, und wenn man guckt, dass letztendlich, also das ist meine Sicht, letztendlich alles in Ordnung ist, in seinem Ursprung, in seiner Natur. Also ich als göttliches Wesen bin ohnehin komplett und in Ordnung, aber auch das Natürliche, also das Relative, das Menschliche, der Körper ist auch in seinem Wesen, in seiner Natur in Ordnung. Aber es gibt im Menschen einen Aspekt, der die Dinge in Unordnung bringt. Das sind unsere Meinungen, unsere Sichtweisen, das, was uns problematisch denken lässt. Ich habe ein Problem, es sind schon zwei Fehlsichten drin, die das in Unordnung bringen. Erstmal, wer bin ich? Wer hat da ein Problem und wieso sehe ich das und erlebe es als Problem? Mhm. So, und diese Fehlsichten bringen das, was in Ordnung ist, in Unordnung. Also das, was eigentlich im Kosmos in Ordnung ist, bringt das Ego, also das Ich mit falschen Sichtweisen oder mit fehlerhaften Sichtweisen, zu glauben, irgendetwas wäre nicht in Ordnung. Ich bin nicht in Ordnung, die Dinge sind nicht in Ordnung, der andere ist nicht in Ordnung, weil der verhält sich nicht so. Also diese Sichtweisen bringen in den Organismus etwas hinein, was das Ganze, was in Ordnung wäre, in Unordnung bringt. Wenn ein Symptom auftaucht, ist es im Begriff, in Ordnung zu kommen. Es ist im Begriff schon der Heilung, der Auflösung, der Erlösung, der Fehlsicht. So, wenn ich jetzt erkenne, da ist eine Bewertung, da ist die Fehlsicht, eine fehlende, korrekte Sicht, die in Ordnung ist, da ist ein Aspekt des Ichs, was etwas nicht in Ordnung sieht, das war das,
was in den Organismus hineingekommen ist und das tritt jetzt in Erscheinung, dann komme ich aus einer anderen Sichtweise heraus und kann das ganz anders begleiten. Mhm. Ich erkenne also diese, was er sagt, das Problem oder die Fehlsicht, aber ich weiß, es geht jetzt nicht darum, ich habe was falsch gemacht, sondern das ist was Altes, was kommt und eh jetzt schon im Begriff ist, heil zu werden. Mhm. Also erlaube ich das, dass es einfach und begleite das. Und das kann alles sein in Form von Erkenntnis des Problems, was ist es denn eigentlich dahinter? Mhm. So, und in dem Moment bin ich das Entscheidende, was ja in diesem Organismus lebt, bin ich in Ordnung. Und ich sehe, ah, die Dinge kommen jetzt wieder in ihre ursprüngliche Ordnung. Das heißt, alleine in dem Moment gebe ich den Raum und weiß, ah, es geschieht eh Heilung. Und das allein unterstützt schon das, was eh sich in der Heilung befindet. Kann man dann sagen, dass es eigentlich immer eine falsche Sichtweise oder falsches Denken ist, was krank macht? Kann man das so sagen? Was würden Sie sagen, Herr Töpperwein? Natürlich. Ja. Nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung, ein Symptom ist eine Wirkung, das muss also eine Ursache haben. Also sollte ich einmal auf die Ursache schauen. Das kann falsches Denken sein, das kann falsches Verhalten sein. Fassen wir es zusammen, es ist immer nicht lebensgerechtes Verhalten. Mhm. Und das ist die Ursache. Und damit zwinge ich dann den Körper, weil er die Hilfe braucht, um die Störung zu beseitigen, an mir eine Botschaft zu schicken. Und jetzt kommt es darauf an, dass ich diese Botschaft verstehe. Mhm. Und die meisten Menschen verstehen die Botschaft nicht. Und damit zwingen sie dann den Körper zum Nachhilfeunterricht. Und der führt uns dann auf den Weg der schmerzhaften Erfahrung. Das heißt dann, man muss die Botschaft verstehen, dann würde die Krankheit auch wieder weggehen. Kann man das, ne? Nein, wenn ich eine Mahnung verstehe, weil ich eine Rechnung nicht bezahlt habe, verschwindet die Schuld nicht. Ich muss schon noch bezahlen. Das Notwendige tun. Aber damit ich das überhaupt kann, muss ich erst mal verstehen, was ist eigentlich die Aufgabe im Moment? Ja, genau. Und dann erst kann ich sie erfüllen. Die Aufgabe erkennen ist noch nicht die Erfüllung. Ich frage euch jetzt gleich beide, nur noch jetzt, weil, aber das ist, finde ich, ist gar nicht so einfach, weil ich habe ja natürlich selber auch schon viele Krankheiten gehabt und auch Zuschauer bestimmt auch schon viele. Natürlich ist es einfach, wenn ich mir einen Fuß breche, dann weiß ich, okay, das ist jetzt, weil ich irgendwie zu unruhig war oder, na gut, es gibt so verschiedene Ursachen. Aber was halt schwieriger ist, wenn man zum Beispiel sowas hat wie Asthma oder Heuschnupfen oder so Sachen, die halt, oder auch eine seelische Erkrankung, jemand hat Depressionen, also Sachen oder hat Panikattacken, was, wo man es halt nicht genau so greifen kann, was halt, das ist gar nicht so leicht, eine Botschaft zu verstehen. Wie kann man denn die Botschaft verstehen? Ich frage euch beide, Herr Töpperwein, wie kann man eine Botschaft besser erkennen? Also eine Botschaft besteht immer aus zwei Teilen, dem Ort der Erkrankung und der Art der Erkrankung. Und wenn ich mir die anschaue, dann kann ich in einem dritten Schritt sehen, was bedeutet das jetzt in meiner Situation? Mhm. Also, wenn ich Heuschnupfen habe, zum Beispiel, weil Sie das gerade erwähnt haben, dann reagiere ich auf Pollen, die in der Luft sind. Mhm. Ja, das heißt also Reizstoffe. Ich bin übersensibel für gewisse Umstände. Mhm. Und jetzt kann ich überlegen in meinem Leben, wo ist das denn, was betrifft das? Und dann kann ich das abstellen und dann verschwindet das Symptom. Mhm. Okay. Und was würdest du sagen, Nala? Wie kann man eine Botschaft klarer verstehen, klar verstehen? Also zum einen, fangen wir nochmal an bei dem, was du gesagt hast, wenn ich mir den Fuß breche, dann, weil ich gestolpert bin. Ja. So aus meiner Sichtweise ist das Stolpern schon eine Wirkung. Dass ich überhaupt in einem Umstand bin, dass ich stolpere, ist schon die Wirkung. Und die Wirkung der Wirkung ist, dass der Fuß bricht. Dass ich in Umständen bin, dass ich sensibel bin auf Pollen, auf irgendwelche Reizstoffe, ist schon die Wirkung. Und der Heuschnupfen ist die Wirkung der Wirkung. So, warum, was ist denn hinter dieser, und da sind diese Fragen, was sind denn hier für Sichtweisen, für Bewertungen? Hm. Warum
erlebe ich denn, dass dass mich das reizt? Wo ist denn da, und da sind wir wieder bei der Sicht, wo ist denn da eine bewertende Sicht, die willkürlich angenommen worden ist? Das finde ich schlimm, das finde ich toll, das ist nicht in Ordnung, das ist in Ordnung. Das muss anders sein. Das muss anders sein. Sondern wenn ich erkenne, dass auch das, diese Gedanken eine Wirkung sind von einer Sichtweise, die willkürlich angenommen worden ist, aus einer relativen Sichtweise, das ist richtig und das ist falsch. Das tut mir gut und das tut mir nicht gut. Und wenn man dann dahinter guckt, also eher so diese Selbsterforschung, warum glaube ich denn, dass mir das nicht gut tut? Was habe ich denn davon? Oder was befürchte ich denn, dass passiert, was mir als Ego, als ich, als Mensch vielleicht nicht gut tut, als Frau oder was auch immer? Was weiß ich, die Pollen, die machen, dass mir die Augen jucken und dann sehe ich nicht mehr gut aus. Dann bekomme ich meine Anerkennung nicht, dann bekomme ich meine Sicherheit nicht. Also dann kann man so einen Rattenschwanz aufdröseln. Und eben nochmal, wenn das Symptom auftaucht, ist es deswegen, taucht es auf, weil es jetzt dran ist, dass ich die dahinterliegende Fehlsicht erkennen kann, sonst wird es nicht auftauchen. Sodass es wieder in diese natürliche Ordnung kommt, dass ich weiß und wieder zurückfinde in meine ursprüngliche, ich bin in Ordnung, du bist in Ordnung, alles ist in Ordnung und ich erlaube, dass es wieder in Ordnung kommt. Und wenn die Augen tränen, dann tränen sie, das wird mich nicht umbringen. Aber mein Stolz wird es anknacken. Wofür brauche ich denn meinen Stolz? So, also wenn das erkannt wird, was dahinter liegt, das ist die Heilung. Das ist das, was da kommen die Dinge von selbst in Ordnung. Und eben, wie Kurt sagt, der Körper schickt die Botschaften, aber die Natur, da ist niemand, der mir irgendwas Böses will, der mir jetzt einen Fuß gebrochen hat oder mich hat stolpern lassen. Ne? Auch wenn es scheinbar vielleicht durch einen anderen Umstand gekommen ist. Wenn ich weiß, die Natur von sich aus ist so liebevoll, und alles will mir helfen, dass ich wieder zu mir zurückkomme und in dieses, alles ist mir gut gesonnen, letztendlich. Alles ist in Ordnung. Ne, so dieser Weckruf von innen heraus, was durch die Umstände zu mir dann kommt, durch Symptome, durch alles Mögliche. Ich sage, komm wieder zurück. So, ist alles in Ordnung. Komm wieder in diese ursprüngliche Sicht, in diese makellose Sicht. So, wenn man das erkennt, dann kann man, ob jetzt eben man sagt, der Körper ist die Botschaft oder eben, die hat er auch ein Buch, die Sprache der Lebensumstände, dass alles so eine liebevolle Intelligenz dahinter ist, die mich einlädt, wieder in diese wirkliche Sicht zu kommen. Es geht ja da aber auch dann um Information, weil es ist ja eine Information, die ich irgendwie aufnehmen muss oder die dann auch den Heilungsprozess also auslöst, oder das mache ich ja dann selber. Aber diese Information, macht es einen Unterschied, ob mir jetzt zum Beispiel ein, sagen wir mal, spiritueller Lehrer oder ist ja egal, jemand anders, ein aus der Familie oder jemand, ein Freund, die Information gibt, oder ist es wichtig, dass ich selber drauf komme, was die Information jetzt ist, das, was ich jetzt wissen muss, was da jetzt die falsche Sichtweise ist? Was ist da wichtiger oder ist es egal? Was würdest du sagen? Ich frage sie auch gleich. Aus meiner Sicht ist es egal. Also natürlich ist derjenige, der es am besten weiß, ist der ich innen drin bin. So in mir, unser wahres Selbst, ist dieser Wissende und Sehende. So, aber viele haben den Zugang ja nicht mehr dazu. Viele haben so viel, auch da wieder drüber, ich weiß es nicht, ich brauche jemanden, ich schaffe es nicht alleine, ich bin dumm. Da gibt es so viele Fehlsichten in unserem System, die gar nicht erlauben, die oft den Zugang, der immer offen ist, aber durch diese Fehlsichten einfach man sich zugeschüttet hat. Die Natur findet immer einen Weg. Ob es ein Buch ist, das man aufschlägt, ob es ein Interview ist, was man gerade hört, ob irgendeiner, der Postbote gerade kommt, einem irgendwas sagt und es macht Klick, ob man auf der Toilette im Loslassen gerade sitzt und auf einmal taucht es auf, ob du dir jetzt gerade was einfällt und du sagst es und das löst es bei dem anderen aus. Also die Natur findet immer den Weg, den besten Weg, damit es ankommt. Okay. Und Herr Deppelwein, was sagen Sie, ist es wichtig, dass man selber die Information, also dass man es jetzt selber kapiert? Gut, kapieren muss man es immer wahrscheinlich, aber dass man das selber schon da drauf kommt, was die falsche Sichtweise ist? Oder
ist es eigentlich notwendig, dass einem jemand das von außen auch sagt, der Abstand hat, eine Da bin ich Distanz. der gleichen Meinung wie Nada. Es ist völlig egal, woher die Information kommt. Wichtig ist, dass sie da ist, dass ich sie verstehe und dass ich sie befolge. Aber wenn wir schon die Dinge, die Frage noch weiter fassen, dann sollten wir uns bewusst machen, es gibt die kleine und die große Heilung, nenne ich es mal. Okay, was die kleine, ist? Wir sprechen die ganze Zeit über die kleine Heilung, die Heilung des, auf der Ebene des Ichs. Das Ich hat Eigenschaften, Verhaltensweisen, die sind positiv oder negativ, die werden als Störung empfunden oder angenehm und die kann ich in Ordnung bringen. Dann bin ich ein Leben lang beschäftigt. Das ist die kleine Heilung. Und die große Heilung? Die große Heilung, die vollkommene Heilung ist das Erwachen zu sich selbst. Sobald ich erkenne, wer ich wirklich bin, erkenne ich, da ist keine Störung, da ist keine Persönlichkeit, die eine Sichtweise oder eine Verhaltensweise hat, sondern da ist Vollkommenheit. Bewusstsein kann überhaupt nicht krank werden. Bewusstsein kennt keine Störung. Das heißt also, die vollkommene Heilung ist das Erwachen zu sich selbst und zu leben als erwachtes Bewusstsein. Ja, das glaube ich auch, weil ich kann Ihnen jetzt mal sagen, es war so, vor kurzem ja hatte ich ja, ich hatte auch ein körperliches Symptom eben und wissen Sie, das ist halt so, das ist, finde ich, total schwierig. Ich hatte da irgendwie auch große Ängste, Existenzängste, unbegründet, nur im Kopf. Und dann aber nicht zu glauben, das ist, wenn man dann irgendwie, wenn es zu stark einpackt und man hat dann zum Beispiel jetzt irgendwie, man hat eine Verletzung, das ist ganz schlimm gewesen, was passiert ist oder so, oder und dann ist es schwierig. Natürlich, wenn ich jetzt im Selbst, wenn ich aufwache und im Selbst bin, dann weiß ich, bin unsterblich. Existenzangst ist ein Witz oder ich kann überhaupt nicht verletzt werden. Mein Selbst ist heil für immer. Aber das Schwierige ist dann doch in solchen manchen Situationen, dann, wenn halt sich die Lebensumstände sehr ändern zum Beispiel, dann eben nicht mit dem Verstand identifiziert zu sein, finde ich halt. Das ist noch immer. Also Schwierigkeiten kommen immer aus dem Ich, aus dem Verstand. Ja, und deswegen, das war jetzt eine Frage aus dem Ich. Ah, okay. Ja, ganz klar, nur das Ich kann Ängste haben, kann unsicher sein. Das heißt also, alles das ist eine Botschaft, du bist nicht bei Bewusstsein. Ja, du bist in der Identifikation mit dem Ich. Und das ist die Krankheit. Das Ich kann gar nicht wirklich geheilt werden, weil es ist die Krankheit. Ja, das heißt also, ich sollte schon in meiner Sprache das unterscheiden und sollte sagen, mein Ich hatte da neulich Angst und mein Ich war unsicher und mein Ich hatte diese Sicht der Dinge, damit ich weiterhin bei mir selbst bleibe, bei Bewusstsein bleibe und erkenne, ich weiß natürlich, dass das alles nicht stimmt, weil ich bin vollkommen und damit auch vollkommen gesund. Und deswegen ist das so wichtig, als wer leben wir? Ja. Wenn ich mich als Mensch erlebe, fühle, handle, denke, bin, dann ziehe ich allein damit, mit meiner Identifikation, die ganz normalen menschlichen Probleme in mein Leben. Aber wenn ich lebe als erwachtes Bewusstsein, ändert das mein So-Sein sofort, meine Schwingung, und ich ziehe ganz andere Umstände in mein Leben. Und die Probleme, die das Ich hat, die tauchen dann gar nicht mehr auf. Die brauche ich also nicht lösen, weil sie nicht existent sind. Kann man so sagen, je bewusster ein Mensch ist, desto gesünder? Kann man das auch sagen? Ich glaube, genauso könnte man das sagen. Aber nicht nur, desto gesünder, desto weniger Probleme, Schwierigkeiten hat er im Leben, bis er, ja, wenn er das letzte Unvollkommene losgelassen hat, erkennt er, was übrig bleibt, ist meine eigene natürliche Vollkommenheit. Ich kann also vollkommen werden durch Loslassen, indem ich alle die Irrtümer, Sichtweisen, Verhaltensweisen loslasse, die aus dem Ich kommen und bewusst handle als erwachtes Bewusstsein. Und dann frage ich mich, Moment, früher hatte ich doch Probleme, wo sind die eigentlich geblieben? Die sind nicht mehr existent. Die müssen also dann gar nicht mehr gelöst werden, weil sie nicht mehr auftauchen. Okay.
Und Nala, jetzt mal, ich mache jetzt mal, ich frage jetzt mal einfach so einen praktischen Fall, den ich kenne. Beispiel: eine Bekannte von mir, die hatte vor kurzem die Diagnose. Also ich kenne die viele Jahre auch sehr bewusst, spirituell, ist sogar Meditationslehrerin, Psychotherapeutin und so weiter. Geht zum Arzt, Diagnose Brustkrebs. Und dann Schock, ist gar nicht so alt, 35. Dann geht die Maschinerie los. Überweisung zum Arzt nächste Woche, OP-Termin. Bestrahlung, Chemo, drei Kinder, Schock. Und dann sich da dann zu entziehen, erstmal diesem Ding, was da jetzt losgeht, diesem Marathon, und dann in der Panik, wo man halt nicht weiß, was, und die sagen auch noch, es wär schlimm gewesen und man muss jetzt sofort und Leben um Tod, und dann denkt man, Gott, die Kinder, und man ist dann ja total in Panik. Und wie kann man sich dann zum Beispiel, also, was sollte man dann tun, wenn man zum Beispiel nur so einen Fall, es gibt ja x Fälle, schwerer Autounfall oder je nachdem, was kann man tun dann als allererstes? Also ich bin ja bei dieser spirituellen Wissenschaft, und da differenziert man, was mir sehr hilft. Weil früher habe ich gedacht, wenn ein Symptom aufgetaucht ist, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Und jetzt, ich bin nicht bei Bewusstsein. Und das hat das, ich bin nicht in Ordnung, noch mehr unterstützt eigentlich. So, ich mache was falsch. Okay. Bin immer noch nicht gut genug. Ich mache immer noch, ne, jetzt lebe ich hier mit ihm. So, und in dieser Wissenschaft unterscheidet man. Das eine bin ich im Absoluten, natürlich bin ich absolut heil, unsterblich, unzerstörbar, was du gesagt hast. Das bin ich, ich lebe da drin. Aber ich bin auch, wir sagen das absolute Selbst und das relative Selbst. Das heißt, ich als Mensch, als Nada, als Frau mit diesem Körper, die in Zeit und Raum existiere, das bin ich im Relativen. So, und dieser Körperkomplex mit dem Namen Nada ist ein Sammelsurium von diesen alten Sichtweisen. Das heißt, wenn jetzt ein Symptom auftaucht, dann bin ich natürlich als der Wissende und Sehende, als das ewige Selbst, natürlich absolut makellos und heil. Aber im Körper taucht jetzt eben etwas auf, was jetzt ins Bewusstsein kommen will, was sich auflösen will, was jetzt eben sich heilen will. Und es ist immer absolut präzise. Also diese Kosmos ist wirklich absolut präzise. Der Zeitpunkt, die Umstände sind präzise. Wenn jetzt Brustkrebs auftaucht zum Beispiel, hier wird zum Beispiel unterschieden, es ist eine Wissenschaft, eine Gleichung, ich plus mein ist Ego. Das ist das relative Selbst. Ich ohne mein ist Gott, das Absolute. Das heißt, die Thematik des Meins, mein Körper, meine Kinder, meine Familie, meine Brust, meine Weiblichkeit, meine Beziehung, was auch immer mit diesem Mein, so dieses Mein, was eine relative Sicht ist, eine fehlerhafte, nicht, keine komplette, keine absolute Sicht, so das taucht auf, um genau das zu sehen. So, und wenn ihr zum Beispiel jetzt aus seiner Sicht auch ein Brustkrebs auftaucht, dann geht es jetzt darum, im Relativen natürlich alles zu tun, damit dieser Körper in diesem Heilungsprozess Unterstützung bekommt. Ja. Das kann Chemo sein, das kann eine OP sein. Es muss natürlich auch die Bewusstwerdung sein. Und die Themen, was sind denn für Themen? Was will denn jetzt gerade in das Bewusstwerden kommen, in die Auflösung, in das Licht letztendlich? Was will denn aus diesem Ungesehenen herauskommen? Wir haben einen guten Freund, einen Arzt, wir waren vor ein paar Jahren zusammen auf einem Krebskongress, und er hat gesagt, Krebspatienten wissen immer, welches Problem es ist. Aber sie konfrontieren es nicht. Sind immer intelligente Menschen und sie wissen es immer. Aber sie kapseln es ab. Und dieses Abkapseln ist aus diesem Mein. Wie stehe ich denn dann da? Ich kann doch was als ich, vielleicht eine gute Beziehung nicht. Oder eben oft, wenn man Mutter ist und hat drei Kinder, ist der Körper vielleicht nicht mehr so attraktiv. Also dieser Brustkrebs taucht ja ganz oft bei Frauen auf, die jetzt eben nicht mehr ganz jung sind. Ja. Das ist ja ein Symptom, was ja in einem bestimmten Alter oft auch auftaucht. Und diese Themen anzuschauen, natürlich, was macht's mir denn als Frau, als Mutter schwer? Wo ist denn etwas, was ich am liebsten anders hätte und abkapsel? So, also, und gleichzeitig aber
Und das finde ich bei dieser Wissenschaft so schön, dass beides gleichzeitig ist. Ne? Also ich sowieso Ja, als selbst, ja. ich bin heil, da, da, Genau. da. Aber im Relativen, wenn jetzt was auftaucht, heißt es für mich nicht unbedingt, dass mein Bewusstsein niedrig ist, sondern es ist etwas Altes, was ich mitgebracht habe an Fehlsicht, was auftauchen kann. Und es kann alles noch auftauchen. Und man weiß nicht, was da drin ist. Und dieses Abgekapselte, wie du das jetzt beschreibst, aber jetzt mal ganz konkret, also nur, wir nehmen jetzt einfach immer das Beispiel, weil das jetzt so praktisch da ist. Die Frau mit Brustkrebs, die hat was abgekapselt. Was hat sie abgekapselt zum Beispiel? Das weiß sie. Das weiß sie. Das Sie, dann weiß sie, was sie abgekapselt hat und was soll sie dann machen? Sie kann nicht einfach, was soll sie dann auf der praktischen Ebene tun? also die Frage, wie wäre es denn für mich gesund? Wie wäre es denn für mich in Ordnung? Also Heilsein hat ja ganz viel mit dem, es ist in Ordnung, es ist gut. So dieses Gefühl, ich kann loslassen. Ja. Ich bin eins mit den Umständen, ich bin eins mit den Situationen, ich bin eins mit mir als Mensch, als Frau, mit der Problematik. Also dieses Loslassen, dieses, ich muss nichts mehr beschützen, ich muss nicht glauben, ich muss irgendwas anders zu machen, sondern dieses tiefe Loslassen, es ist in Ordnung. Auch wenn es scheinbar aus dem Intellekt heraus glaubt wird, es ist falsch. Es darf so nicht sein. Okay. Eine Situation, die Ängste, Panik, ich gehe da, um Gottes Willen, jetzt sterbe ich, mein Körper. So, da hilft natürlich zu wissen, wer ich bin. Ich bin unsterblich. Aber gleichzeitig auch zu wissen, das ist mein Gefährt, das ist mein Tempel, das ist mein Fahrzeug, mit dem ich durch das Leben gehe. Und es ist unsere Aufgabe, das zu begleiten, dass das idealerweise wirklich der Träger meiner Energie ist. Und natürlich wird dann mein Heil sein, wie er sagt, mein Heil sein, immer mehr diesen Körper beleben. Aber es kann ja eben Thematiken auftauchen, die dem noch nicht entsprechen, die aus früheren Fehlsichten, früheren Verteidigen des Minds, ja, genau, einfach jetzt erst dran sind, in die Bewusstwerdung zu kommen. Ich habe jetzt vor kurzem ein Interview gemacht mit einem Buchautor, Clemens Kubi. Kennen Sie vielleicht? Und der macht ja diese Technik dieses Seelenschreibens. Das heißt, man erinnert sich an eine Situation, die eine Krankheit ausgelöst hat und schreibt es dann in Dialogform auch auf, die Situation, was da war eben. Und dann macht man es auch ideal. Also man baut dann ein neues Bild vom Idealen, wie es ideal gewesen wäre. Und ich habe ihn dann auch gefragt im Interview, reicht es denn nicht einfach, sich nur bewusst zu machen, was die Krankheit ausgelöst hat? Wieso muss ich denn jetzt das Ideal herstellen? Das ist ja total arbeitsintensiv auch und so. Und er meint, weil das auf der Oberfläche ist. Wenn man praktisch nicht das Ideal auch wieder halt in sich aufnimmt oder auch natürlich sich vorstellt, aufschreibt, so macht er das jetzt, aber es ist, glaube ich, auch eine Energie. Diese Energie von Ganzsein oder sagst du jetzt, aber auch vielleicht die Energie des Selbst einfach. Das ist, dass ich reines, nur das Selbst bin, sonst nichts. Das ist doch auch was Energetisches. Da geht es doch jetzt viel um Energie auch bei Selbstheilung. Weil ich glaube halt, also in meinem Fall zum Beispiel, Ängste machen mich krank, die machen dann so, aber tiefere Ängste. Also ob ich die seit Kindheit oder vor meinem Leben schon gehabt hätte, die machen dann krank. Aber es ist eine Energie einfach in mir, die arbeitet. Dagegen diese andere Energie, die ist es, die heilt. Kann das so sein? Kann man das so sagen? Würden Sie das so sagen? Oder? Ja, ich würde das so sagen, aber immer wieder muss ich sehen, dass da eine Identifikation mit dem Ich ist. Ja? Also ich sollte die Sprache ändern und nicht sagen, ich habe Ängste oder ich habe Schwierigkeiten, das bin ich nicht, sondern mein Erfahrungsinstrument hat das. Und deswegen ist für mich der erste Schritt zu einer Heilung auf der Ich-Ebene das Loslassen, das Falsche loslassen. Damit ich das Falsche loslassen kann, muss ich es erst einmal erkennen. Dann sollte ich vielleicht beginnen mit dem Offensichtlichen. Ärgern loslassen. Ja? Wir nehmen einfach Ärgern als normal. Fast jeder ärgert sich gelegentlich, manche regelmäßig und findet das normal. Das ist auch normal. Aber normal ist nicht richtig. Ja? Und schon gar nicht ideal.
Ideal ist das einzig Wirkliche. Alles andere ist eben die Illusion, der Irrtum. Und deswegen muss ich zunächst einmal beginnen, wenn ich auf dem Weg der Heilung bin, egal welches Symptom mich auf den Weg bringt, dass ich das Falsche loslasse, das Rauchen. Mir Sorgen machen, allein schon die Weisheit der Sprache ist da sehr hilfreich. Ich mache mir Sorgen, da sind gar keine. Ich mache mir welche oder ich habe mich geärgert über den. Nicht der hat mich geärgert, das kann der gar nicht, sondern der kann nur irgendwas machen. Und wenn ich mich nicht ärgere, dann berührt es mich nicht. Also ich ärgere mich, ich mache mir Sorgen. Ja, dass ich erst einmal das als falsch erkannte loslasse, das ist nicht lebensgerechtes Verhalten, was letztlich zur Krankheit führen kann. Aber sind es auch dann letztlich Gedanken? Weil ich ärgere mich doch nur, weil ich denke doch dann, das, der Depp, das hätte er jetzt nicht machen dürfen. Das ist doch ein Gedanke. Das sind doch immer Gedanken auch, nicht, oder? Sie haben gar keinen Verstand und Sie denken überhaupt nicht. Es ist immer das Ich, das denkt. Wir müssen einfach diese Unterscheidung treffen. Das Ich ist die Krankheit. Das Ich ist die Störung. Ist echt so, ja. Ja? Genau. Und das Ich hat Angst oder denkt oder fühlt oder macht was. Aber ich bin, ist einfach vollkommen. Und wann immer irgendein Symptom auftaucht oder eine Verhaltensweise, ist das eigentlich schon wieder eine Botschaft des Lebens. Du bist nicht bei Bewusstsein. Ja. Du bist wieder in der Identifikation mit dem Ich. Und deswegen ist das, was wir letztlich loslassen müssen, die Identifikation mit dem Ich. Genau. Und das finde ich, ist halt die, das ist die schwierige Aufgabe. Genau. Das ist keine schwierige Aufgabe. Aber es ist nicht leicht. Denn, nein, das ist ein Urteil. Und ein Urteil kommt wieder aus dem Ego. Ja. Ja, der Verstand nach seiner Erfahrung, der gibt sein Bestes, sagt, das ist leicht, das ist aber schwierig. Oder das braucht seine Zeit. Das hat alles nichts mit Wirklichkeit zu tun. Das sind Urteile, die der Verstand drüber stülpt. Und wenn ich ihm glaube, dann verursacht mein Glaube, dass ich es so erlebe. Genau, stimmt. Da gibt es doch diesen Spruch von Henry Ford, glaube ich. Glaube, dass du recht hast. Glaube, dass du gewinnst, du wirst gewinnen. Glaube, dass du verlierst, du wirst verlieren. Also du hast immer recht, das, was du glaubst, wird wahr, so ungefähr. Eine Frage jetzt, was mich auch gerade beschäftigt, so von mir selber jetzt bei dem Erwachen zum Selbst, ist ja auch eines deiner großen Themen, ja? oder ein Hauptthema, glaube ich sogar. Ist es jetzt so, weil ich habe früher immer gedacht oder gemeint, dass ich, wenn ich im Selbst bin, dann denke ich nicht mehr, gar nicht mehr. Aber um das geht es gar nicht. Es ist doch auch was energetisch. Doch. Aber ist es nicht auch eine Energie? Es ist eine ganz andere Energie, wenn ich im Selbst bin. Vielleicht habe ich da noch einen Gedanken, aber dann bin ich mal, wenn ich also bei Bewusstsein bin in meinem Selbst, und dann ist es ist eine ganz andere Energie. Dann ist ja wurscht, ob ich jetzt einen Gedanken habe, ob ich jetzt denke, ich mache mir jetzt ein Butterbrot oder kein Butterbrot. Das ist dann nicht so wichtig, hat nicht so viel Macht. Das Denken ist halt so nebenbei, so leise, irgendwie ganz anders. Und das andere, die andere Ebene ist, da ist das Denken sehr präsent und man glaubt, man ist das, oder? Ja, und das sollte man eben ständig unterscheiden. Und die Betonung liegt auf ständig, dass wir nicht mehr in die Identifikation mit dem Ich abrutschen. Viele versuchen, dem Verstand das Denken abzugewöhnen. Das geht überhaupt nicht. Ja, eben, das meinte ich. Das ist sein Wesen. Aber das geht nicht. Sie denken nicht. Sie nehmen wahr. Ja, genau. Der Verstand muss denken. Das Denken ist fehlerhaft, es ist begrenzt. Der Verstand irrt sich häufig und er ist klug genug zu wissen, dass er sich häufig genug irrt, weil er eben nur auf seine begrenzte Erfahrung zurückgreifen kann. Aber die Wahrnehmung ihres erwachten Seins, die ist vollkommen. Das fügt nichts hinzu, das lässt nichts weg, das verändert nichts, das nimmt einfach nur wahr, so ist es. Und dann erkennen wir, so ist es, ist ideal. Das ist die Wirklichkeit. Alles andere ist die begrenzte Sicht des Egos. Ich habe mal ein Interview mit Gerald Hüther gemacht, das ist ein Gehirnforscher. Und das war auch sehr interessant, weil da habe ich was bemerkt oder ist mir was aufgefallen.
Er sagte ja, dass das Problem hauptsächlich, oder nee, fast nur, also ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau, aber wie, das hauptsächlich, sagen wir jetzt mal, das Gehirn löst Probleme. Also es versucht halt immer Probleme zu lösen. Und ich habe das dann beobachtet, das ist so. Wenn ich in der Früh aufwache, dann das Erste, was ich denke, ist, was ziehe ich an? Wie strukturiere ich den Tag? Schaffe ich das? Was kaufe ich zum Essen an? Das Gehirn macht nichts anderes, außer über Probleme nachzudenken. Eigentlich könnte man das separat dahinlegen. Und selbstständig würde jetzt das Gehirn ständig über Probleme nachdenken. Das Problem ist nur, dass man halt glaubt, man ist es. Also der Verstand, das Gehirn schafft erstmal das Problem. Ohne das Gehirn ist gar keins da. Ja, ein Problem entsteht, es gibt nur ganz neutrale Situationen. Die Dinge sind so oder so oder so. Und der Verstand stülpt sein Urteil drüber und sagt, das ist leicht, das ist schwer, das dauert lang, das geht schnell und so weiter. Und wir befassen uns dann mit unserem Urteil über Ja, die genau. Situation, anstatt uns mit der Situation zu befassen. Und als erwachtes Bewusstsein schauen wir einfach nur auf die Situation. Und da ist kein Urteil damit verbunden, keine Bewertung. Ja? Und dann ist das vielleicht eine Aufgabe. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Situation ist ideal, dann lehnen Sie sich zurück und genießen sie. Oder sie ist nicht stimmig, dann ist das eine Aufgabe. Und dann machen Sie sich das Ideal bewusst und machen sich auf den Weg, das Ideal zu verwirklichen oder dem so nahe wie möglich zu kommen. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Für den Verstand gibt es tausend Möglichkeiten. Dein Hauptthema ist ja auch das, nicht, das ist das Erwachen zum Selbst. Was würdest du denn sagen, oder wie würdest du das denn beschreiben jetzt in einem praktischen Fall, wenn jemand eine Erkrankung hat und er möchte eben sich selbst heilen, aber durch dieses Erwachen zum Selbst, wie kann er das machen? Was würdest du sagen? Also bei dieser Wissenschaft wird ja dieses Ich plus Mein, da wird das Ich vom Mein letztendlich wie getrennt. Also man erlebt es tatsächlich dann differenzierter danach. Und das Ich bin ich immer. Und ich kann immer nur eins sein. Also ich kann entweder als das Selbst sein oder ich kann wieder mich mit dem Mein identifizieren. Meine Krankheit, mein Symptom, meine Gedanken, meine Ängste, mein, 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 mein. So, wenn man aber jetzt weiß, und das ist, was da passiert, ich bin, das Ich bin das, immer schon, war ich immer schon, nur durch eine Illusion, durch eine Annahme, habe ich, diese ewige Seele, Gott, mich an das Mein gehängt, an den Körper und an die Form und an all das, was damit zusammenhängt. So, jetzt kann man das Differenzierte erleben. Das heißt, alleine da weiß ich schon, okay, eine Krankheit ist letztendlich ja nicht eine Krankheit, da ist die Fehlsicht schon, sondern ein Heilungsprozess, der gerade beginnt. Also es taucht was auf, ob das emotional, mental, physisch ist, das, was die Medizin oder die normalen sagen, das ist eine Krankheit, ah, da will jetzt gerade was heilen, da taucht was auf, was jetzt im Heilungsprozess ist. Und es taucht im Relativen auf, in dem Aspekt, für den ich mich früher gehalten habe. So, wenn jetzt zum Beispiel Ängste auftauchen, ist ja auch eine Krankheit, wenn du so Genau, willst, klar. oder letztendlich macht es den Körper dann krank, das ist die Wirkung der Wirkung. Da taucht Ängste auf, das heißt also die Heilung, tatsächlich die Ängste sind schon in der Heilung. Das heißt, da sind jetzt Gefühle Altes. Das ist immer was auftaucht, das ist irgendwas Altes, was ausgelöst wird durch die Umstände. Also eine alte Fehlsicht, alte Ängste. Ich, Körper, könnte sterben. Ich, Frau, könnte älter werden. Und ich, keine Ahnung, könnte jetzt. Bin allein vereinsamt oder Ich bin sowas, völlig alleine. So, das sind alte Energien. Alte Sichtweisen, alte vielleicht mit Emotionen aufgeladene, je nachdem, manche sind ja sehr stark aufgeladen mit Ja, will ich nicht oder will ich ganz dolle, genau. je nachdem ist es so stark. So, jetzt kommen Ängste, die sind alt und die gehören natürlich zu dem Mein, ne, zu dem, aber es ist ja dennoch da. Also für mich geht es jetzt auch nicht mehr darum, das zu negieren. Ich bin da,
Und das Relative, ich als Nada mit allem, was da jetzt noch vielleicht auftaucht, vielleicht tauchen da Ängste auf, vielleicht taucht anders als er, der sich nie ärgert, taucht Ärger auf, Wut auf. Na, aber wie du sagst, geht es nicht mehr darum, das wegzutun, sondern ach, das taucht auf, weil es sich jetzt auflösen will. Das ist durch eine Fehlsicht, ist das aufgeladen, sagen wir auch, und es entlädt sich jetzt. So, es kommt in die Lösung, in das wieder in Ordnung sein. Das heißt, alleine durch diese Sicht ist das, was Kubi gesagt hat, also das fand ich damals toll, der hat es ja erforscht. Wann passiert Geistheilung? Ist, wenn der Patient an den Heiler glaubt und der Heiler an das glaubt, was er tut. Letztendlich geht es nur darum, dieses zu wissen. Es heilt, was du sagst, der Glaube. Ne? Es ist in Ordnung, aber das ist kein Glaube, das ist ein tatsächlich, es ist in Ordnung. Und das Alte löst sich auf, und wie du auch gesagt hast, und oft ist es tatsächlich so, wenn ich natürlich aber dann da bleibe, das Ich, und da löst sich was auf und den Raum dann nicht fülle in dieses Vakuum, dann ist die Tendenz, wenn ich am alten Platz bleibe, dass sich das mit dem Alten wieder füllt. So, deswegen ist es schon wichtig, dann auch bei Bewusstsein zu sein, also das zu Genau, wissen, das ist das dieses Wichtige. Verstehen zu haben, diese Sicht zu haben, ich bin heil, das bringt sich in Ordnung, das ist von seiner Natur in Ordnung, und automatisch füllt sich dieser Raum dann mit diesem in Ordnung sein, was wir sind, was wir da nicht reingeben müssen, nicht dran glauben müssen, nicht Affirmationen oder sowas reingeben müssen, sondern das ist unsere Natur, das ist die Natur. Und dann ist diese Energie, von der du sprichst, es ist ja Energie, es sind ja alles Energien. Erfülle ich immer mehr auch diesen Fehlsicht, dieses Mein, löst sich immer mehr auf und ersetzt, wird automatisch ersetzt. Also ich kann das total nachfühlen jetzt gerade, weil mein Leben verändert sich und also verändert sich gerade sehr. Das sind bestimmte vermeintliche Sicherheiten, die sich jetzt ändern und dann reagiere ich mit Angst und das ist immer schon so gewesen. Das ist halt dieses Alte noch da und da immer in meinem Leben, wenn eine große Veränderung war, also wirklich so jetzt auch, ja, also ich meine jetzt auch, als mein Vater gestorben ist, also vorher schon, dann reagiere ich immer mit großen Ängsten und das ist interessant. Einfach zu sehen, da ist jetzt noch nichts so neu, aber dann zeigt der Körper ein Symptom. Kann ich denn eigentlich darauf vertrauen, wenn der Körper mir jetzt ein Symptom zeigt, dass ich das heilen kann? Dass das, was mir, oder die Botschaft, die mir die Seele jetzt zeigt, dass ich das auch schaffe, dass ich die Aufgabe jetzt löse? Das Schöne ist, du musst es nicht mal machen. Du bist ja heil. Nur vergessen. Ja, wir haben uns abgetrennt. Wir haben uns von dem Ich, was wir sind, abgetrennt und haben uns mit etwas nicht kompletten, mit dem Mein identifiziert, mit einer Form, einer Rolle. So, und alleine zu wissen, ah, wenn jetzt Ängste auftauchen, ausgelöst durch den Tod des Vaters, durch was auch immer, weil du jetzt mehr und mehr da sein willst, du dein Leben mehr und mehr dir entsprechen möchte, muss natürlich das Alte, was zu der alten Genau, Bettina gehört hat, muss sich natürlich auflösen. So, und weil du vorhin gesagt hast, das mit dem Gehirn, also Hüter schätze ich auch sehr, wir bei der Wissenschaft sagen, der Intellekt ist wie ein Buchhalter. Der macht die ganze Zeit Bilanzen. Der rechnet in Gewinn und Verlust. Genau, wenn Schon ich morgens mit immer. Anziehen, wieso entscheide ich mich, das jetzt anzuziehen? Genau. Weil das lässt mich besser aussehen. Genau. Also wenn man weiß, ach, die Stimmt. Natur des Intellekts ist ein Buch, Ist der immer. rechnet die ganze Zeit in Gewinn und Verlust, Gewinn und Oder Verlust, treffe ich Gewinn den und jetzt? Was Verlust. habe ich davon, wenn ich den treffe? Wieso mache ich Richtig. das? Die ganze Zeit. Genau, aber wenn du jetzt sagst, wie kurz sag ich, dann bist du auf der Seite des Buchhalters. Und solange man das nicht differenziert, ich bin nicht mein Intellekt. Der Intellekt, der Verstand sind die Gedanken, an die wir früher geglaubt haben, die wir aufgeladen haben. Also der Verstand zeigt die Gedanken, die tauchen einfach auf, wie die Wolken kommen und gehen. Aber sie tauchen deswegen in diesem Verstand auf, weil ich denen irgendwann mal Energie gegeben habe. In Form von, finde ich gut, finde ich nicht gut. Der Intellekt, der eben dieser Buchhalter. So, jetzt kommt das und wenn ich, okay, der hilft mir, der gibt ja wie eben, das ist mein Angestellter. Ne? Der Buchhalter, der sagt mir, okay, wenn du das machst, dann kriegst du da Verlust. Und da ist Gewinn für Bettina, nicht für dich.
wenn du jetzt das weißt, ach, der hilft mir zu checken und jetzt bin ich aber die Instanz, ja, genau, die entscheiden kann, okay, will ich jetzt gucken, als Bettina gut dazustehen? Ja. Darf ja natürlich, du musst jetzt hier nicht völlig verlumpt, sondern es ist ja toll, dass du so toll aussiehst und der Intellekt hilft dir ja mit zu entscheiden, was ziehst du Attraktives an oder Passendes an. So, ich kann den ja auf den auch gut hören, aber dann sagst du, okay, aber unterstützt mich das? So, meine Rolle als Bettina habe ich jetzt zu erfüllen, weil ich mir eine Lebensaufgabe vielleicht, eine Absicht für das Leben gestellt habe, die ich erfüllen will, weil ich geglaubt habe, die hilft der Menschheit, wenn ich dem Menschen helfe, dann helfe ich mir. Na, so, auch das erfüllt sich, ist auch eine Form von in Ordnung kommen, kompletter werden, damit die Dinge sich erfüllen können. Und wenn ich das weiß, jetzt um die Ängste jetzt nochmal zu sehen, dass das immer in diesen größeren, kompletteren Raum hineinwachsen will, in wieder meine Ganzheit hineinwachsen will, mit diesem Vertrauen, das ist aber mehr ein Wissen, kann ich das Alte, wie gesagt, loslassen. Aber das ist wie der Baum, der muss es nicht loslassen. In seiner Bereitschaft löst sich das, fällt das von alleine ab. Also genau, musst du es auch nicht mehr heilen, sondern du bist heil und du weißt, die Dinge, die dem nicht entsprechen, die tauchen auf, weil sie sich auflösen wollen. Und das machen sie von selbst. Wenn nicht das Ich glaubt, damit was machen zu müssen. Nee, das ist ganz wichtig, das darf jetzt sich nicht verändern. Oder ich muss jetzt versuchen, dass das weggeht. Ja, genau. So, und das ist dieser einmischende Aspekt. Das ist total viel Energie. Oh. Ja. Kämpfen gegen das Symptom. Und das ist diese Vergeudung. Total. Wir sind unendliche Energie. Und wenn wir in uns ruhen und erlauben, dass die Dinge passieren und nicht mehr glauben, ich muss das tun, ich, wenn ich da nicht dafür sorge, dann passiert das nicht, dass das Ich wieder in dem, also bei der Wissenschaft ist nicht nur, wer bin ich, sondern wer ist der wahre Handelnde, dann löst es sich von alleine. Weil ich, jetzt sind wir beim Weiblichen, den Raum gebe, dass die Dinge in ihre natürliche Ordnung wiederkommen. Und das Heil sein, weil sie sind im Ursprung heil. Ich muss nichts mehr heilen. Herr Tepperwein, wieso ist es denn eigentlich so, dass aber der Verstand so ausgeprägt ist beim Menschen oder das Ego? Wieso? Weil ich glaube, bei Tieren ist das nicht so, oder? Die haben keins. Aber das ist eine großartige Chance. Ja? Das ist eine andere Erfahrungsebene. Das ist Teil unseres Werkzeugs, unseres Erfahrungsinstrumentes Körper. Und wir sollten, um in Ihrer Sprache zu sprechen, nicht mehr dem Buchhalter gestatten, das Unternehmen zu führen, sondern der Chef sollte die Kenntnisse des Buchhalters nutzen, um das Unternehmen besser führen zu können. Und das ist die Aufgabe des Verstandes. Der denkt mit im Rahmen seiner Möglichkeit, der bietet Lösungen an und so weiter. Aber das Sein entscheidet, was jetzt wirklich geschieht. Und deswegen, wenn wir auf dem Weg der Heilung sind, sollten wir langsam die kleine Heilung mit der großen, vollkommenen Heilung verbinden. Und das heißt also, die vollkommene Heilung ist ja Erwachen zu sich selbst und erkennen, da ist nichts zu heilen. Ich bin ja vollkommen heil. Aber die kleine Heilung ist zu erkennen, ja, das Ich ist aber nicht vollkommen heil, das hat Ängste und Schwierigkeiten und so weiter. Und das kann ich verbinden, indem ich bewusst eintrete in die eigene natürliche Vollkommenheit. Ja, und das können wir gerade machen, das geht alles mit einem Schritt. Das heißt also, ich trete bewusst ein, indem ich mir erstens bewusst mache, wer bin ich? Ich bin nicht mein Verstand, nicht mein Körper, nicht meine Persönlichkeit. Ich bin, brauche gar nicht definieren, was ich bin. So, und jetzt nehme ich die Dinge in die Hand und erlebe einfach meine eigene natürliche Vollkommenheit bei allem, was ich tue. Ganz gleich, was ich gerade tue, ich tue es so vollkommen wie möglich. Ich bin der Beobachter, ich schaue mir zu und mache das so vollkommen wie möglich. Ich muss nicht versuchen, besser zu sein, als ich bin, nur so vollkommen, wie ich kann. Und allein
indem ich meine Aufmerksamkeit auf die Vollkommenheit richte und das so vollkommen tue, wie ich kann, setze ich damit ja wieder eine Ursache, weil mein So-Sein verändert seine Energie in Richtung Vollkommenheit. Damit wird mein Leben immer vollkommener und ich erlebe einfach meine eigene natürliche Vollkommenheit. Und damit verschwindet jede Krankheitsmöglichkeit, denn in der Vollkommenheit meines wahren Seins gibt es keine Krankheit. Also verbinde ich die kleine Heilung mit der vollkommenen Heilung, indem ich einfach in jedem Augenblick anfangen kann und sagen, okay, jetzt richte ich meine Aufmerksamkeit mal auf meine eigene natürliche Vollkommenheit. Das, was ich gerade tue, ich tue nichts Besonderes, sondern das, was ich gerade sowieso tun will, das mache ich so vollkommen wie möglich. Schaue mir als Beobachter zu, wie ich das immer vollkommener mache. Von Tag zu Tag wird es vollkommener. Und dann das selbstverständliche Ergebnis davon ist das natürliche Heilsein. Es geht immer ums Jetzt auch. Dieses Vollkommene, also im Jetzt, das Jetzt ist das Wichtigste, oder? Aber es gibt nur das Jetzt. Mhm. Alles andere ist Teil der Illusion. Mhm. Ja, vorhin, nachher, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das sind Unterteilungen, die der Verstand macht, damit er besser damit umgehen kann. Das Sein kennt nur jetzt. Es gab noch nie eine Zeit, wo nicht jetzt war. Nee. Ja, es gibt nur jetzt. Das ist die Wirklichkeit. Und wenn ich mir das bewusst mache, also die Heilung ist einfach aufwachen zu sich selbst und leben als der, der ich wirklich bin, dann bin ich in der Wirklichkeit und dann gibt es nichts zu heilen, weil die Wirklichkeit ist heil und vollkommen. Mhm. Liebe Nada, warum ist denn der Intellekt so kraftvoll, beziehungsweise auch der Glaube an das Ego so stark? Und da finde ich das so wichtig. Also ich finde es so wichtig, das zu verstehen. Wir haben dadurch, dass wir uns eben dieses Ich plus Mein damit identifiziert haben, haben wir als das Absolute, wir sind unendliche Energie, dem die Energie gegeben. Mhm. Weil wir geglaubt haben, wir sind das. Ich bin meine Gedanken. Mhm. Ich bin das, was ich denke. Das sind meine Gedanken. Mhm. So, und der Intellekt hat uns so lange geführt, weil wir nichts anderes hatten. Mhm. Weil wir nicht wussten, wer wir sind. Mhm. Also war er der Chef. Und wir haben ihm die ganze Energie gegeben, worauf immer wir unsere Aufmerksamkeit richten. Wir sind unendliche Energie. Mhm. Und worauf immer wir die Aufmerksamkeit richten, dem geben wir Energie. Mhm. Das erschaffen wir letztendlich. Ja. Das machen wir lebendig. Mhm. Also alles, was in unserem Leben ist, ist deswegen, weil wir daran geglaubt haben und weil wir dem unsere Energie gegeben haben und es lebendig gemacht haben, es erschafft haben. Mhm. So, und wir haben geglaubt und wir sind dem Intellekt dafür ja auch dankbar, dem Verstand, dem Intellekt korrekter gesagt, weil der uns geführt hat, weil der ja diese Eigenschaft hat. So, wenn ich jetzt aber erwache und weiß, also das war wie, wir sind das Licht, das Bewusstsein ist das Licht des Wissens und Sehens, das sind unsere Eigenschaften. Unendliche Energie und unendliche Glückseligkeit, das sind unsere Eigenschaften. So, jetzt haben wir diese Energie aber eben an etwas anderes gegeben. Und je mehr wir das für wichtig gehalten haben, für wahr und für richtig, desto mehr Energie haben wir dem gegeben, desto stärker ist es. Und desto leichter zieht das Ich, selbst wenn wir erwacht sind und wissen, ach, ich bin ja das, ich bin ja unzerstörbar. Aber je mehr wir dem Energie gegeben haben, desto leichter, es ist wie ein Magnet, zieht es uns da rein. Ja, okay. Aber wenn wir einmal erwacht sind, geht das nie wieder aus. Das stimmt. Man kann es nicht vergessen. Und wenn wir wissen, ich bin dieses Licht, dann brauche ich auch keine Angst mehr vor der Angst zum Beispiel zu haben, sondern ich weiß, es zieht mich, das Ich, das Licht da hinein, damit ich darin bin, auch wenn ich es vergesse. Irgendwann, früher oder später, taucht es wieder auf, weil ich als Licht das durchdrungen habe und das andere hat die Macht nicht. Die hat nur die Macht, weil ich sie dem gegeben habe. Genau. Ich bin da drin, ich bin das einzige Unzerstörbare, das einzige, was immer existiert. Und es löst sich auf darin.
Aber je stärker etwas mich dahin zieht, ob das Gedanken sind, Emotionen oder Situationen, die mich hinzieht, weil ich sie unbedingt will oder eben nicht will. Mhm. Das sind ja immer diese zwei Aspekte. Aber ich zu wissen, ich habe ihm diese Energie gegeben. Mhm. Und damit kann, wenn es auftaucht, ich auch wieder sagen, Moment mal, das erstens mal ist es alt. Ach, das ist, taucht auf, weil ich dir die Energie gegeben habe. Mhm. Ich habe dich überhaupt erst in mein Leben, in mein System gelassen. Mhm. Und ich bin die Einzige oder der Einzige, der jetzt hinschauen kann, stimmt das überhaupt noch? Ja. Ist das wirklich wahr? Sehe ich das jetzt noch so? Und dann sehe ich, das stimmt ja gar nicht. In dem Moment, wir sagen, wir machen Criss-Cross. Du erkennst im Moment, das stimmt ja gar nicht. In dem Moment kappst du die Verbindung und es löst sich von alleine auf, weil du die Energie dem nicht mehr gibst. Also Criss-Cross, nicht durchstreichen. Stimmt nicht also, mehr. Okay. Ich habe dich erschaffen, ich habe dir die Energie gegeben und jetzt erkenne ich, ich habe an dich geglaubt, ich habe dich für real und für wahr gehalten und jetzt erkenne ich, stimmt ja gar nicht. So in dem Moment ist die Energie wieder bei mir, meine Aufmerksamkeit, je mehr die da weg ist, im Jetzt zu sein, ist ja so schwierig, weil irgendwas taucht auf und zieht meine Aufmerksamkeit weg. Aber sie zieht sie nicht weg, sondern ich habe sie irgendwann gegeben. Mhm. Sie taucht auf und sagt, hallo, du hast mich zum Leben erschaffen und gerufen. Willst du mich wirklich noch? Mhm. Brauchst du mich wirklich noch? Ansonsten? Und tschüss. Genau. Dann sagst du, ich bedanke mich dafür und das kann das Schlimmste sein. Ich bedanke mich, weil du hast mich genau hierher gebracht, wo ich jetzt bin. Ja. Alles, 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 selbst das Unangenehmste und das Schlimmste hat mich in diesem Moment gebracht. Mhm. Ich danke dir, ich brauche dich hier nicht mehr. Mhm. Und die Energie, das merkst du die kommt zurück. Und es wird vollständiger und vollständiger. Und so kann man alles, was auftaucht, wenn du das so siehst, dieses Heilung, ganz heil ist ja auch ganz sein, in Ordnung sein, taucht deswegen auf. Mhm. Wie, so, und dann merkst du, wie die Energie, die du reingegeben hast, wieder zurückkommt und wieder dich präsenter und präsenter sein lässt. Mhm. Und irgendwann bist du so präsent, weil du die vielen Energie-Aufmerksamkeitspartikel wieder, die kommen wieder zurück. Und je mehr das zurückkommt, desto präsenter bist du, desto entspannter kannst du alles sehen, was kommt und geht und kommt und geht. Ah ja, Mensch, boah, und dann manchmal bist du, also ich bin völlig verblüfft und sage, an dich habe ich mal geglaubt. Ich habe wirklich geglaubt, dass wenn das so ist, dass ich dann glücklich bin und dass ich dann sicher bin, dass mir das gibt. Ne? Dann sehe ich, das sind alles Illusionsblasen, Täuschung, woran ich geglaubt habe. Das ist ja gar nicht so. Oder auch, welche Partnerschaften man hatte. Dann denkt man, Gott, das nie hätte ich nie, wie konnte ich in so einer Partnerschaft sein? Ja, und dann zu sehen, wieso und warum denn? Was habe ich denn geglaubt? Ja. Ne, so auch da zu sehen, das habe ich gedacht, wenn das so ist, dann bin ich glücklich, dann bin ich erfüllt. Kann man nur lachen. Ne, früher oder später siehst du das und dass das einfach willkürlich ist, dass sich unsere Ideen letztendlich an einen Menschen geheftet haben, das hat mit dem Menschen gar nichts zu tun. Nee, natürlich nicht. Es hat mit dem Glauben an sich. Man denkt, an den Glaubenssätzen. Ach, oh, schau mal, hier ein berühmter Lebenslehrer. Der gibt mir jetzt all meine Weisheit und wenn ich die alles habe, dann geht es mir gut und dann bin ich bla 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 bla. Deswegen, ich habe den Menschen ja gar nicht gesehen. Ich habe das Wesen, den Gott dahinter, all das habe ich ja gar nicht gesehen. Ich habe ja nur ich sage immer, das sind wie Labels. Ja. Ne? Ich habe meine Überzeugungen, die da scheinbar gepasst haben, die da scheinbar das bedient haben und die dann diese Euphorie, die ich dann früher für Liebe gehalten habe, ausgelöst, dieses gute Gefühl. Genau. Oh, toll, das war aber nur, weil das auf einmal scheinbar gepasst hat und bedient hat. So diese Illusionen, die platzen natürlich. Die aber platzen. Die brauchen wir zum Glück auch nicht mehr. Nicht mehr nee. Und dann kann man das genießen, das Wesen genießen und erkennen, wir sind im Wesen das Gleiche und in der Unterschiedlichkeit so ergänzend. Toll. Das ist auch jetzt, Also sagen wir es ganz einfach. In dem Moment, wo ich zu mir selbst erwache,
wird Krankheit als Lehrer nicht mehr gebraucht. Ich erkenne meine eigene Vollkommenheit, lebe bewusst als erwachtes Bewusstsein. Erwachtes Bewusstsein kennt keine Krankheit, braucht also keine Heilung. Ja, ich bin weder geboren worden, noch werde ich mit der Zeit älter, sondern ich bin vollkommen, ich bin ewig, ich bin bei mir selbst angekommen. Und damit habe ich meine geistige Geburt vollendet und alles erreicht, was man in der Schule des Lebens erreichen kann. Bin bereit für die nächste Dimension. Schön, ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Herr Tepperwein, und vielen Dank, liebe Nada, Herr Tepperwein, vielen Dank für dieses total hilfreiche, also für mich selber natürlich, sehr hilfreiche und hoffentlich auch für unsere Zuseher sehr hilfreiche Interview. Also ich habe wieder sehr viel gelernt und verstanden jetzt mehr. Vielen Dank, echt wichtig und echt toll, danke. Danke für deine Offenheit, sonst wäre das nicht passiert. Bei euch bedanke ich mich sehr fürs Zusehen. Also ich finde, das war jetzt für mich selbst ein, also wenn nicht eins, doch eins der wichtigen und wenn nicht das wichtigste Interview, weil Gesundheit ist mir das Wichtigste. Und ich hoffe halt, dass es euch genauso viel bringt und gebracht hat wie mir jetzt. Wenn ihr vielleicht auch eine Krankheit habt oder wenn ihr mal später eine Krankheit haben solltet, dann könnt ihr euch vielleicht erinnern, was die Nada und der Herr Tepperwein gesagt haben. Informationen zu mir und zu meiner Arbeit findet ihr jetzt im Abspann. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Interview wieder einschaltet. Bis bald, eure Bettina.